Er fliegt, er watschelt und er schwimmt. Er quackt für sie und er quackt für dich. Er schnattert auch mal nur für sich. Und wenn du ein Littchen singst, dann schwimmt, dann taucht er und dann plumpst er auch für uns. Plätsche, plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Ihr kommt ein Tröpfchen später, plätsche, plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Ihr kommt ein Tröpfchen später. Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Ein Walfisch, da ist ein Walfisch! Oh. Wo ist ein Walfisch? Ein Walfisch. Oh, er träumt. Ich glaube, die Sonne geht bald auf. Ja, ein Sonnenaufgang auf dem Ozean muss toll sein. Auf und ab und hin und her, alles Leben kommt aus dem Meer, seit 100.000 Jahren. Unter der Sonne, unterm Mond, Oh. So wird es. Oh, herrlich! Wie kann Henk nur bei so einem schönen Sonnenaufgang schlafen? Er verpasst das Beste! Sag mal, hast du vielleicht eine Idee? Wozu denn? Na, wie wir uns mit den Walfischen verständigen können, wenn wir sie treffen. Nein, tut mir leid, ich kenne die Walfischsprache nicht. Aber dann ist doch alles umsonst. Nicht unbedingt, aber ich habe kein Sprachtalent. Ich kann mich nicht mit jemandem unterhalten, der unsere Sprache nicht spricht. Ich weiß wirklich nicht, wie das geht. Es muss sein, wir müssen mit den Walfischen sprechen. Ja, ja, wir werden es versuchen. Falls wir ihnen begegnen sollten. Was machen wir bloß? Die Wale müssen ja auch nach Großwasserland mitkommen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die Heringe zu retten. Oh, Entschuldigung, das war die falsche Richtung, in die ich geflogen bin. Hast du mich erschreckt? Oh, du hast ja unheimlich viele Freunde. Ja, unsere Familie zieht nach Norden. Sag mal, kannst du denn so lange auf dem Trockenen bleiben? Ja, ich kann's gerade noch aushalten. Zieht ihr an Großwasserland vorbei? Ja, sicher. Dann trefft ihr sicher auch die Heringe, wenn ihr an Wasserdamm vorbeikommt. Ja, meistens tun wir das. Wirklich? Könntet ihr ihnen dann ausrichten, dass Henk und Alfred ohne Schwierigkeiten zum Südpol paddeln? Klar doch. Aber weshalb wollt ihr eigentlich dahin? Oh, oh. Hey, Alfred, er muss wieder ins Wasser. Okay. Vielen Dank. Ich muss jetzt gehen. Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Weshalb geht ihr denn zum Südpol? Wir suchen Walfische. Walfische? Also dann passt gut auf euch auf. In der Gegend ist es sehr kalt, holt euch nichts weg. Außerdem kann es dort sehr stürmisch werden. Kann es stürmisch werden? Ja, und wie? Wir sind fast vom Sturm überrascht worden. Hä? Also auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.
Alfred! Wo sind wir? Ich weiß es nicht, aber bestimmt nicht am Südpol. Ich bin froh, dass du noch Witze machen kannst, Alfred, nach allem, was passiert ist. Spaß muss sein. Ah. Was ist? Schau, da liegt unser Boot. Oh, prima, es ist nicht beschädigt. Es ist doch kaputt. Da ist ein Loch im Boden. Es ist riesengroß. Dann müssen wir es eben flicken. Wie denn? Wir müssen herausfinden, wo wir sind. Vielleicht ist hier irgendjemand, der uns helfen kann. Komm, wir legen das Boot so lange auf die Düne. Ja, okay. Was ist, Alfred? Was ist denn? Da ist jemand. Was? Ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Wirklich? Woher willst du das wissen? Ich kann es fühlen. Aber ich sehe niemanden. Er hat sich irgendwo versteckt. Das bedeutet, dass hier jemand wohnt und dass wir das Boot flicken lassen können. Wer versteckt sich denn da hinter den Bäumen? Der komme bitte zum Vorschein. Wir tun dir nichts. Meiner Meinung nach ist dies eine gänzlich unbewohnte Insel. Nein, da ist jemand. Ja, schau mal, da sind Fußabdrücke. Er muss in unserer Nähe gewesen sein, als wir noch ohnmächtig waren. Oh. Wer ist da? Komm heraus! Lass uns in diese Richtung gehen. Hier kommen wir ja doch nicht weiter. Der Urwald ist voller Pflanzen. Dort gibt es bestimmt auch Früchte. Und das Boot? Das lassen wir hier. Du hast recht, da ist tatsächlich jemand. Wo? Der verfolgt uns. Ob er uns überfällt? Ich weiß nicht, wir müssen vorsichtig sein. Ja. Hä? Es riecht hier so lecker. Ja, es riecht wirklich lecker. Aber ich sehe hier nirgendwo Früchte. Warte mal. Ich glaube, diese Frucht ist es. Ah. Ja, du hast recht, die riecht unheimlich lecker. Ich denke nicht, dass sie giftig ist. Ich probier's aus. Alfred, spuck aus! Ich sagte doch, du sollst vorsichtig sein! Spuck aus! Sauer! Sehr sauer! Sauer? Riechen tut sie gut, aber schmecken tut sie schrecklich! Der war's! Der hat uns beobachtet! Wir verstehen deine Sprache nicht. Kannst du uns verstehen? Vielleicht ist es ein außerirdisches Wesen, Hank. Das glaube ich nicht. Doch, so ist es. Wir kommen von einem anderen Planeten. Das ist mein Sohn. Ein richtiger Bengel, wie Sie sehen. Er hat unser Raumschiff ohne meine Erlaubnis verlassen. Ist er Ihnen zur Last gefallen? Nein, nein. Oh, ich sehe schon. Du musst dieses Ding hier benutzen. Das ist ein Sprachcomputer. Jetzt kann er auch mit Ihnen reden. Und er kann Sie gut verstehen. Ja, ja. Es ist wirklich komisch, einen Fremden so etwas zu fragen. Aber wo sind wir eigentlich? Hier? Ja, auf dem Ozean hat uns ein gewaltiger Sturm überrascht und uns hier an Land gespült. Wir haben uns total verirrt. Oh, verirrt. Dies ist eine unbewohnte Insel mitten im Ozean. Es gibt hier in der Nähe nicht eine andere Insel. Hm. Und was machen Sie dann eigentlich hier? Wir sind hierher gekommen, um Marbo zu sammeln. Marbo? So nennen wir diese roten Früchte. Die Frucht schmeckt uns nicht nur ausgezeichnet, sie gibt uns auch jede Menge Energie. Aber auf unserem Planeten wächst sie nicht. Also mir war sie viel zu sauer. Wenn wir zum Marbo-Sammeln kommen, dann bleiben wir nie lange hier. Aber diesmal hatte unser Schiff eine Panne und wir sind jetzt dabei, es zu reparieren. Ist Ihr Schiff kaputt? Es liegt in der Nähe. Kommen Sie gucken. Ein Raumschiff? Das ist heute das erste Mal, dass mein Sohn andere Wesen aus dem All sieht. Deshalb ist er so neugierig. Neugierig? Er möchte gerne, dass Sie zum Raumschiff mitkommen.
Mit dem größten Vergnügen. Oh, das Raumschiff ist sehr beeindruckend. Von außen scheint es nicht kaputt zu sein. Das stimmt auch. Es ist eine technische Störung. Unser Mechaniker arbeitet daran. Er sagt, es sei wieder in Ordnung. Ich möchte das nur schnell kontrollieren. Leider können wir Ihnen das Schiff nicht von innen zeigen. Das ist gegen die Vorschriften. Unglaublich. Damit wären wir in ein paar Sekunden am Südpol. Glaubst du, dass diese Außerirdischen auch unser Boot reparieren können? Stimmt, im Vergleich zu diesem Raumschiff ist unser Boot ein Spielzeug. Komm, fragen wir sie. Aber sie haben so viel zu tun, Pa. Darf ich etwas fragen? Natürlich. Wie haben Sie die Marvus gefunden? Die waren doch unter dem Gras versteckt und man konnte sie nicht sehen. Sie haben einen starken Geruch, das ist uns als erstes aufgefallen, hä? Ja, wir wissen, wo sie wachsen, weil die Marvus sehr lecker riechen. Was ist riechen? Hä? Riechen ist riechen. Das verstehe ich nicht. Die riecht prima. Hä? Und die riechen auch gut. Und? Ich rieche gar nichts. Vielleicht bist du nicht der Einzige und niemand von deinem Planeten kann riechen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Nicht zu fassen. Aber wenn du die Marvus riechen kannst, dann ist es viel einfacher, sie unter dem Gras zu finden. Ja, da hast du recht. Uns kostet es sehr viel Mühe, die Marvus-Frucht zu suchen. Papa sagt, es würde bestimmt 3 Wochen dauern, um 100 Stück zu sammeln. Auf der Insel muss es eine Menge Marvus geben, weil wir sie überall riechen. Es muss in der Tat schwierig sein, sie nur mit den Augen zu suchen. Bleiben Sie bitte hier, ja? Bitte nicht weggehen. Ich werde Papa erzählen, was Sie können, was Sie riechen können und so. Es wird alles wieder gut, Pa. Was? Wir machen ein Geschäft mit Ihnen. Ein Geschäft? Also, Papa. Du bist doch sonst so schlau. Sie wollen die roten Früchte, haben aber Probleme, sie zu finden, weil sie nicht riechen können. Also helfen wir ihnen. Ich weiß nicht, wie viel sie brauchen, aber wenn wir ihnen helfen, kriegen sie in kurzer Zeit eine ganze Menge zusammen. Ja, das mag ja schon möglich sein. Aber was hat das mit einem Geschäft zu tun? Als Gegenleistung lassen wir sie unser Boot reparieren. Das muss für die doch ein Kinderspiel sein. Ich weiß nicht. Unser Boot ist doch keine Maschine. Wie auch immer, wir machen Ihnen den Vorschlag. Beeil dich, Papa! Mein Sohn hat mir berichtet, Sie hätten eine großartige Fähigkeit. Ja, die Fähigkeit, die rote Frucht ganz schnell zu finden. Durch die Panne an dem Raumschiff hat sich unsere Abreise von der Insel ständig verzögert. Deshalb wäre es ganz wunderbar, wenn wir schnell noch ein paar Marvus finden könnten. Und wenn Sie uns bei der Suche behilflich wären. Natürlich, natürlich helfen wir Ihnen. Aber wir brauchen auch dringend Ihre Hilfe. Unser Boot ist kaputt. Selbstverständlich werde ich alles tun, was ich kann. Ich rieche sie. Ja. Hierher! Ich habe welche gefunden, glaube ich. Schau doch mal da hinten. In diese Richtung? Genau. Ja, gefunden. Ich habe 2. Und du schau mal da drüben. Ja. Halt, nicht weitergehen. Schau jetzt mal hinter den Felsen. Ja. Oh, sind da auch welche? Ich sehe sie. Papa, ich hab sie. Ganz unglaublich. Geruch ist etwas völlig Neues für uns.
Ich habe noch niemals darüber nachgedacht, aber es muss für alle Wesen etwas sehr Wichtiges sein. Ich habe ganz viele, Papa. Du musst gut hinsehen, sonst übersiehst du sie leicht im Gras. Ja. Schau mal da drüben. Ja. Das ist doch merkwürdig, dass auf so einer schönen Insel niemand wohnt. Dafür gibt es einen Grund. Was für einen? Ich bin jetzt zum dritten Mal auf diesem Planeten und jedes Mal gab es ein Erdbeben. Ein Erdbeben? Schlimm. Ja, sehr heftig. Oh, ich glaube, ich fühle schon, wie die Erde unter meinen Füßen bebt. Vielen, vielen Dank. Er ist fast voll. Papa? Ja? Wir haben jetzt genug und können heute heimfliegen, nicht wahr? Ja, das hat prima geklappt. Ist unser Raumschiff wieder in Ordnung? Ja. Wir haben Alfred viel zu verdanken, nicht wahr? Ganz bestimmt. Vielen, vielen Dank, Alfred. Oh, nicht zu danken. Als Gegenleistung wollt ihr ja unser Boot reparieren. Dauert lange. Vielleicht müssen Sie noch etwas vorbereiten. Ob Sie uns wirklich helfen? Ja, da sind Sie. Das Raumschiff muss startklar sein, damit wir sofort losfliegen können, wenn ich zurückkomme. Ich gehe zum Strand und repariere das Boot. Aber bitte, kommen Sie so schnell wie möglich zurück. Dieses Erdbeben dauert länger als jemals zuvor. Und so ein Donnern haben wir noch nie gehört. Das weiß ich. Ich komme mit dir, Papa. Nein, ich möchte, dass du hier bleibst. Und denkt daran, auch wenn ich nicht zurückkomme, müsst ihr eine vernünftige Entscheidung treffen. Na klar. Also bis gleich. Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Gehen wir. Das Boot ist schnell repariert. Dankeschön. Dankeschön. Wir müssen uns beeilen, denn dieses Erdbeben ist sehr heftig und dauert lange. Und wenn das Erdbeben zu lange dauert, fliegt dann die ganze Insel in die Luft? Ja, die Möglichkeit besteht. Unsere früheren Forschungen haben gezeigt, dass es nur eine Frage von Tagen ist, bis dieser Vulkan wieder ausbricht. Aber warum sind Sie an diesen Ort zurückgekommen, wenn es hier so gefährlich ist? Weil die ganze Insel gefährdet ist, kamen wir zurück, um die letzten Marbos zu holen. Es war unsere letzte Gelegenheit, auf dieser Insel zu sein. So, das wäre geschafft. Uiuiuiui, Sie müssen sofort zurück zum Raumschiff. Mach ich also, haltet die Ohren steif für zwei. Und nochmal vielen Dank. Alles Gute. Ich danke euch auch. Lebt wohl. Komm, wir müssen ganz schnell lospaddeln. Auf geht's. Oh, wer kommt wieder zurück? Was? Bitteschön. Das ist eine Spezialität von unserem Stern. Sie schmeckt euch vielleicht nicht so gut, aber ihr werdet sie auf eurer Seereise noch brauchen können. Man kann die Kugeln so runterschlucken, aber wenn man sie in Seewasser hält, werden sie größer. Oh, vielen Dank. Sie müssen sich jetzt aber wirklich vergessen beeilen. Es ist schon zu spät. Oh, guck mal! Schau, da ist es! Yeah! Yeah!
so fröhlich, bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich, ganz fröhlich, doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. Er ist auch schon mal traurig, so abgrundtief traurig, dann ist er schaurig traurig, dann tut ihm alles weh. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich.